Im Video zur Dichtefunktion der Normalverteilung haben wir diese aus der Dichtefunktion der Standardnormalverteilung gewonnen. Das können wir jetzt auch umgekehrt mit normalverteilten Zufallsvariablen machen. Wir können nämlich jede normalverteilte Zufallsvariable so verändern, dass ihre Dichtefunktion der Dichtefunktion der Standardnormalverteilung entspricht. Wie wir das machen, zeige ich dir jetzt. Wir beginnen mit einer normalverteilten Zufallsvariable x mit Erwartungswert μ und Standardabweichung sigma. Mit Hilfe dieser Substitution hier können wir diese normalverteilte Zufallsvariable in eine standardnormalverteilte Zufallsvariable z, das heißt mit Erwartungswert μz ist gleich 0 und sigma z ist gleich 1, umwandeln. Wir berechnen jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass x1 kleiner gleich der Zufallsvariable x kleiner gleich x2 ist. Wir wissen aber schon, das entspricht dem Integral von x1 bis x2, der Dichtefunktion der Normalverteilung, nach dx integriert. Setzen wir jetzt z ist gleich x minus μ durch sigma als Substitution ein, müssen wir noch ein geeignetes dz finden. Und das machen wir so, indem wir zunächst z ist gleich x minus μ durch sigma aufschreiben und nach x ableiten. Das schreiben wir als dz nach dx. Die Ableitung von z nach x ist 1 durch sigma. Und daraus folgt, dass dx gleich sigma mal dz ist. Das können wir jetzt in das neue Integral einsetzen und wir erhalten das Integral von z1 bis z2 der Dichtefunktion der Standardnormalverteilung nach z integriert. Und das ist gleich die Wahrscheinlichkeit von z1 kleiner gleich z kleiner gleich z2. Wir müssen jetzt aber auch noch die neuen Grenzen z1 und z2 berechnen. Das machen wir ganz einfach, indem wir die alten Grenzen in die Substitution einsetzen. Das heißt, z1 ist gleich x1 minus μ durch sigma und z2 ist gleich x2 minus μ durch sigma. Standardisieren ist eine sehr nützliche Methode, wenn wir entweder den Erwartungswert μ oder die Standardabweichung sigma suchen oder beides. In der Realität kommt es nämlich sehr häufig vor, dass wir weder noch haben. Und da hilft Standardisieren sehr. Schauen wir uns noch ein Beispiel an. Wir haben eine normalverteilte Zufallsvariable x mit den Parametern μ ist gleich 5 und sigma ist gleich 2. Und wir wollen diese jetzt standardisieren. Also, wir haben die Wahrscheinlichkeit 3 kleiner gleich x kleiner gleich 9. Das entspricht diesem Flächeninhalt hier. Und jetzt standardisieren wir. Das heißt, wir setzen ein in z ist gleich x minus μ durch sigma. Indem wir die Grenzen für x einsetzen, erhalten wir die Wahrscheinlichkeit von minus 1 kleiner gleich z kleiner gleich 2 ist gleich 81,85%. Das entspricht diesem Flächeninhalt hier. Beide dieser Flächeninhalte sind gleich groß, also entsprechend beide derselben Wahrscheinlichkeit. Damit sind wir schon fertig. Bis zum nächsten Mal.